Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu die Kinder des Lichts auf unserem Minecraft-Server. Wird jetzt auch erstmal für eine Zeit lang eine mit der letzten Folgen sein, weil ich habe nämlich vor, neue Projekte zu starten und da ich momentan noch nicht weiß, wie ich das mit der Aufnahme her schaffe, hat Daily Dose Minecraft eine höhere Priorität, was Minecraft angeht, vom Minecraft-Projekt. Und die Daily Dose Minecraft kommt ja dann mit dem Special wieder täglich, ja. Das werde ich jetzt nach der Beerdigung von meiner Großmutter machen. Da habe ich schätze mal, das ist auch der Punkt, wo ich das dann realisiert habe, wo ich dann einfach dieses, wenn ich das hinter mir habe, kann ich einfach wieder so, ja, weiter geht's. Aber momentan habe ich so ein Stillstandsgefühl noch und das ist jedes Mal gewesen. Erst nach der Beerdigung konnte ich dann wieder richtig überhaupt arbeiten und alles machen. Das ist so ein, ich finde, Beerdigung ist deswegen ein sehr wichtiges und schönes Ritual für einen, ja, doch. Jedenfalls kommt dann dieses Format hier einfach im Rahmen der Daily Dose Minecraft ein bisschen mit. Und wenn ich im Stück mal wieder was aufnehmen kann, abends mit Wuschel, mit Trefion, mit Julia oder mit Tim oder was auch immer, mit Leuten aus unserer Gilde, je nachdem. Ich muss auch mal unseren Panda, ich muss auch mal Haru einladen, die mich ja immer so schön mit Fleiß, mit Kohle und allem unterstützt hat. Das kann ich vielleicht auch mal machen. Deswegen wundert euch nicht, wenn das jetzt erstmal dann mit der Daily Dose Minecraft hier pausiert, weil wenn die Daily Dose Minecraft wieder startet, möchte ich halt mich darauf ein bisschen konzentrieren und wir haben so viele Projekte gleichzeitig, dass ich das alles nebenbei noch so aufgenommen kriege, neben der Arbeit ist nicht so leicht. So, ich stehe jetzt hier rum und quatsche, dabei könnten wir auch etwas tun. So, viele von euch haben geschrieben, der geht überhaupt mit Hopper erst, wenn du da Kohle reintust und so, falsch, das liegt einfach nur an unserem Chest Protection Programm. Soll heißen, es muss eine Doppelkiste sein, damit das funktioniert. Zumindest hat mir Sammy das gesagt. Achso, jetzt muss ich das hier oben auch noch machen. Und Mikilin hat es mir dann auch nochmal gesagt und ja, seht ihr, es funktioniert. Muss eine Doppelkiste sein. Das liegt einfach an dem Schutzsystem. Na gut, dann ist es halt eine Doppelkiste. Habe ich auch kein Problem mit. Dann läuft es hier in den Hopper, durch den Hopper läuft es dann hier rein. Und ich würde jetzt ganz gerne mit Lava-Eimern arbeiten, weil das wesentlich mehr bringt. Und dafür müssen wir uns aber erstmal einen Lava-Eimer holen. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch einen Eimer habe oder ob ich je einen Eimer hatte. Das ist, glaube ich, die berechtigtere Frage. Ist das nicht irgendwie so? Ich weiß nicht. Ich nehme mal lieber ein bisschen mehr mit. Huch, warum hat das geleckt? Erde, Unrat. Momentan spielt doch kaum einer auf dem Minecraft-Server tagsüber. Irgendwie ist es wieder ein bisschen eingeschlafen, ne? Es ist halt so, wenn da nichts projektmäßig groß zu lag tun ist. Dabei haben wir noch so viele Städte offen, wo man was bauen könnte. Aber irgendwie ist so, es ist so momentan so ein bisschen eingeschlafen, der ganze Minecraft-Hype. Nee, das ist ein Kessel. Ich glaube, ein Eimer war billiger, ne? Können wir uns mal drei Stück machen, das ist sogar ganz gut so. Lava. Wo bekomme ich jetzt Lava her? Ich weiß gar nicht mehr. In der Nether kann man sich keine Lava mitnehmen, oder? Kann man sich in der Nether Lava mitnehmen? Ich weiß es nicht. In unserer abnormalen, krassen Mob-Spawn-Area war auch ein Lava-Fleck. Den kenne ich. Aber da lebendig hinzukommen, ist dann noch so ein ganz anderer Faktor. Ich gehe mal in die Nether. Ich gehe mal in die Nether und gucke, ob das da die Möglichkeit... Was ist mit meiner CPU, Leute, heute los? CPU, please! Don't be an ass bug. Ja. Bäh. Alles gut. Nein, nicht gut. Aua. Eigentlich gut. Was ist das denn für ein blöder Spawnpunkt? Dann reisen wir nämlich mal in die Nähte. Oh, das sieht aber hier schon ziemlich geil aus. Hier möchte ich natürlich halt auch was bauen. Und oh, da drüben, das sieht auch so toll aus. Guckt euch an, was die Leute alles Tolles gebaut haben. Unsere antike Hafenstadt ist schon ziemlich cool. Und mit dem Schiff hier reisen wir in die Nether, ja. Mit dem Schal zusammen sieht mein Gesicht nicht mehr ganz so hell aus. Ich habe irgendwie gedacht, ich kann meine Webcam vielleicht austricksen, dass sie sich irgendwie auf den Schal so... Abgesehen davon, ich fühle mich nicht so, als müsste ich einen Schal tragen, aber ich fühle mich erkältet. Das liegt daran, dass ich einfach heute wieder so einen Allergietag erleben durfte. Das ist halt manchmal so. An manchen Tagen hat man Allergieprobleme und an manchen überhaupt nicht. Also... Je nachdem, was das Immunsystem gerade sagt. Ich glaube, hier runter ging es dann zum Netherportal. Ich bin mir fast sicher. Oder? Irgendwo hier unten war das Netherportal. Abgesehen davon, dass das Schiff natürlich auch schon total awesome ist. Ich frage mich nur, wo das Netherportal war. Das ist ein
Aufenthaltsort ich jetzt auch schon wieder glatt übersehen habe. Da konnte man irgendwie mein Ding drauf zu und dann war da man direkt da. Also ich bin, glaube ich, in den falschen Schiffsbauch gegangen. Ich glaube, ich hätte woanders lang gehen sollen. Da rein wahrscheinlich. Hört ihr schon was? Ah, da. Da ist das Niederportal. Na dann. Minecraft ist doch wieder so furchtbar leise. Oh, Achievement. We need to go deeper. Ja, das ist schon wieder so leise. Aber es steht doch auf 100%. Hätte ich das irgendwo anders leise gestellt? Nein, es steht komplett auf 100%. Das ist die Musik so laut. Aber meine Stimme ist lauter als die Musik. Oh, ich kann die Tür nicht zumachen. Gut, dann müssen die offen bleiben. So, dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo Lava mitnehmen kann, ohne dass ich von dem nächstbesten Gast abgeknallt werde. Ja, das Schiff ist sehr schnell. Habt ihr gesehen, ist mit Lichtgeschwindigkeit jetzt hierher gereist. Ist so dunkel hier. Danke. Vorsicht. Nicht da runterfallen. Geht's denn, wie hat sich denn das hier gebaut? Das ist aber... Wir müssen einfach aufpassen, wo wir hinlaufen. Sehr aufpassen, wo wir hinlaufen. Puh. Will ich hier überall hinlaufen? Okay, hier kann ich runter. Aua. Bisschen aufpassen auf Wither-Skelette. Wir sind jetzt nicht so zum Kampf ausgerüstet. Alter. Wie komme ich denn jetzt hier am besten vom Schiff? Ich wusste das doch mal. Ich bin ja schon lang gelaufen. Es ist ja nicht, dass es sonderlich kompliziert ist. Oh, Nitterwarzen. Naja, verdammt. Trollwarzen dann vielmehr. Hier ist Lava, die werde ich nicht mitnehmen können, oder? Doch. Haha, ein Eimer reicht mir erstmal. Jetzt müssen wir nur wieder herausfinden. Das könnte schwieriger werden, als ich gedacht habe. Oder auch nicht, dann hier geht's raus. Nice. Soll heißen, wir können uns auf jeden Fall in der Nähe immer Lava-Eimer holen. Das ist gut zu wissen. Den regulären Weg aus der Nähe raus kannte ich auch mal, aber... Oh, bin ich mich erschrocken. Das sind unsere Mitarbeiter auf dem Schiff, natürlich. Aber ich hab völlig vergessen, wie das hier in der Neta gelaufen ist. War schon so lange nicht mehr hier. Hui, Puck! Hm, vor Weihnachten noch, wenn es geht. Oh, jetzt wieder hoch hier. Und dann ging es direkt hier raus, sehr gut. Irgendwas gespawnt? Nee, Protected Area, ne? Wann ist das denn entstanden? Das ist wie so ein riesiger Tempel mit so bösen Hühnchen vor. Da habe ich jetzt ein bisschen Respekt vor. Oh, hier ging es runter. Hä? Da möchte ich auf jeden Fall mal kurz vorbeigucken gerade. Vor allen Dingen sieht das ja hier auch im Dunkeln. Die sieht die Stadt, muss ich sagen, immer am besten aus. Wegen dem ganzen ausgeleuchteten Bauten hier. Und dann können wir endlich unsere Ziegelbrennhopper-Farm betreiben. Ja. Also, das lag nur an dem Plugin vom Server, dass es nicht funktioniert hat, so wie ich es gebaut habe. Es war schon so richtig, aber das liegt einfach am Plugin. Dann muss man eine Doppelkiste nehmen. Hallo, Schweinchen. Warum kommst du hier nicht mehr raus? Kann ich dir helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Irgendwie? Ich weiß nicht wieso. Doch, hat geklappt. Ups, einem Hühnchen kann ich nicht helfen. Das will sich nicht helfen lassen. Du gehst ja jetzt nicht nochmal ins Wasser, du dumme Nuss. Oder willst du deinem Hühnerfreund helfen? Den kriegt er aber nicht aus der Ecke geglitscht, oder? Doch. Komm, raus da. Doch. Ferienresidenz von, Residenz von Tim und Haru. Boah, das ist aber luxuriös. Mit Hundis. Das ist aber auch groß. Boah, hat sich jemand einen Cobblestone-Generator-Farm gebaut. Ob ich die wohl auch in Betrieb nehmen kann? Okay. Ich habe gar kein Echo gehört. Okay, na gut, es ist ja auch, es halt auch hier nicht so sehr. Ja, dann kann man hier wohl Kolosseum-Kämpfe abhalten, ne? Kämpfe. Das ist jetzt hier, also innen drin ist schon ganz schön gestaltet. Außen sieht so ein bisschen trostlos aus, so ein bisschen platt halt. Braucht Deko, es bräuchte so Säulen, bräuchte es hier. So richtig Säulen mit Ornamenten als Dekoration, damit es nicht einfach so flach ist. Dann wäre das richtig geil. Bestimmt wieder so ein Sammy hatte Langeweile-Projekt. Geht's denn da bestimmt auch noch weiter? So, da war hier, ich glaube, das hier ist die Tierhandlung, vorbei an der Tierhandlung.
Und noch ein Turm. Jetzt möchte ich da zu diesem Hafengebäude gehen und mir das angucken. Eieiei. Die laufen auch überall diese schwarzen, bösen Hühnchen rum. Das sind bestimmt untote Killerhühnchen aus der Hölle. Die sind auf so ein Nita-Portal einfach gepurzelt. Oh, hier ist ein riesengroßes Hafenlager. Ui. Ja, genau, so von der Deko her müsste das auch beim Kolosseum sein. Wenn es ein Kolosseum sein soll, ich denke mal, es soll ein Kolosseum sein. Ah! Oh, ich bin mir erschrocken. Nein, das ist nur ein großes Stoffhühnchen. Von dem noch ein paar mehr hier draußen herumschwimmen. Das ist großartig. Ich sollte mal was essen. Ich habe immer noch so Angst, dass jetzt jeden Moment ein Zombie um die Ecke gescheißert kommt, aber ich vermute, hier ist Mob Spawn auch groß, weitflächig abgeschaltet, sodass das nicht passiert. Bin ich ganz praktisch, dass man das auf dem Server kann. Eieieiei, da hat ja auch jemand zu viel Zeit. Nicht übel. Mit den ganzen Blumen hier. Erbauer Sammy und Ausstatter Haru. Also Sammy hat das wieder gebaut und Haru hat es wieder dekoriert. Wir müssen mal mit denen irgendwie allen zusammen ein Video aufnehmen, ein bisschen über den Server quatschen, über die Entstehungsgeschichte, was jetzt davon auch teilweise was selbst gebaut ist, was implementiert ist. Was hier so die Ideen sind, die man noch in Zukunft eventuell nutzen möchte, um... Not bad. Und jetzt, ich müsste auch mal meine jetzt inzwischen ein bisschen überarbeitete Version von Minecraft den Leuten hier auf dem Server komplett zur Verfügung stellen. Hui, hui. Ich springe im Gemüse herum. Gut, dann gehen wir mal wieder nach Hause und machen das, was wir eigentlich die ganze Zeit lang machen wollten. Wir wollten einfach nur einen Lavaeimer holen und diesen dann in unseren Ofen schmeißen und dann den Keller noch ein bisschen schön machen, weil, also wenn ich dann halt immer die ganzen Bauten sehe und ich gehe dann runter in meinen Kruschelkeller und denke mir einfach nur so, was leistest du eigentlich, Honey? Was kannst du eigentlich? Naja, meine Bürgermeistervilla wird ein bisschen schöner. Da gibt es dann auch einen schönen, großen, anständigen Keller, den wir nutzen können, um Bürger, die nicht brav waren, zum Beispiel einzusperren. Wie sehe ich aus, als hätte ich jetzt kurze Haare, weil meine Haare unterm Schal sind und ich sehe aus wie ein 14-jähriger Junge in der Webcam. Hm. Wenn ich ein Kerl geworden wäre, wäre ich echt hübsch. Vielleicht ein bisschen feminin, aber ich wäre ja sowieso schwul as hell, von daher. Oder auch nicht, das weiß man ja gar nicht, ne? Kann auch sein, dass ich das dann wahrscheinlich gar nicht wäre. Dann hätte ich mich über das Gesicht vielleicht ein bisschen geärgert. Und über meine Körpergröße. Na gut, als Kerl wäre ich wahrscheinlich größer geworden. Ich weiß es nicht. Wo war ich denn jetzt hier da? Interessantes Thema, ne? So von, zum Thema Geschlechter. Wo musste ich jetzt hin? Wie, was meint ihr? Wie empfindet ihr das? Was glaubt ihr, wärt ihr, wenn ihr ein anderes Geschlecht gehabt hättet? Was wäre da aus euch geworden? Also ich würde zum Beispiel Alexander heißen, wenn ich ein Kerl geworden wäre. Ich wäre verdammt gerne ein Kerl geworden, aber mit meinem aktuellen Wissensstand und nicht, also nicht als Kerl aufwachsen, sondern einfach so, weiß ich nicht, aber ich wäre echt gern Kerl geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde nicht gerne auf Frauen stehen. Das wäre irgendwie schwierig, ist komisch, ne? Wenn ich das. Natürlich sage ich aus meiner jetzigen Warte, ich würde nicht gerne auf Frauen stehen als Kerl. Hallo, Wand. Ich habe mich verlaufen. Hier war doch irgendwo der verdammte Hause-Teleporter. Aber irgendwo ein bisschen was von der Stadt gesehen. Wie ist das? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wenn ihr ein anderes Geschlecht hättet oder wenn ihr plötzlich aufwachen würdet und ihr wärt plötzlich ein Mann oder ihr wärt plötzlich eine Frau? Ich würde das total abfeiern, wenn ich plötzlich ein Kerl wäre, aber ich fände es schwierig, das allen Leuten zu erklären. Aber das ist doch... Nee, hier ist der Spawn. Ah, irgendwie sieht das einfach anders aus. Aha. Ich bin es anders gewohnt. Irgendwie sah das immer anders aus. Deswegen war ich jetzt etwas überfordert. Sah auch bei Tag ganz hübsch aus dort, ne? Gut, dann sind wir jetzt wieder zu Hause in unserer kleinen Schaluppe. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob man mir wieder irgendwas in den Briefkasten geschmissen hat. Hui. Was zu essen und Kartoffeln und Erdbeeren. Und Pfeile, finde ich gut. Ah. Oh. Ich soll Wuschelkohr essen? Ich soll Wuschelkohrfleisch essen? Ist euch das. Seid ihr euch da sicher? Vielleicht fütter ich die Katze damit. Das ist bestimmt sehr hochwertig, aber. Bitte was? Wer hat das da reingeschmissen? Wuschel, was du das doch? Wuschel denn doch nicht in Fleisch, Wuschelkohr und schmeiß mir das in den Briefkasten. Das ergibt so gar keinen Sinn. Das ist. Huch, ich muss ja noch weiter runter. So, dann kommt hier der Lavaeimer rein. Das brennt nahezu ewig.
Und dann kann das hier erstmal in Ruhe brutzeln. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja. Apropos Wuschel. Honey Wuschelgor Forever Together. So heißt zumindest der Google-Account von dem jungen Mädchen, dem jungen Mann, alte Frau, alter Mann. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja dein Alter und dein Geschlecht nicht. Hallo Community, ich habe mich mal daran versucht, Honey und Wuschel als Chibi-Charaktere zu zeichnen. Das soll keine Eigenwerbung sein, aber schaut doch mal ein Video von Valve, wenn ihr euch für Zeichnungen von Manga-Anime-Figuren interessiert, also bei Google Plus. Also da müsst ihr dann auf den Kanal gehen und da auf Google Plus dann findet ihr ein Chibi-Fanart von Honey und Wuschel. Mein Blick auch richtig so schön, so typisch. Und Wuschel immer so la 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 und ich bin ja meistens immer so mehr so grumpy. Herrlich. Ich glaube, ich werde ab und zu mal mehr jetzt in die Let's Plays Fanart mit einbeziehen. Ich habe so viel Animal Crossing Fanart bekommen. Da möchte ich gerne bei Animal Crossing was von bringen. Und ich habe auch so viel Fanart zu Minecraft und so bekommen. Das werde ich einfach jetzt bei Minecraft mit immer ein bisschen mit einbringen, ein bisschen mit einblenden. Ich habe so einen riesengroßen Ordner voll. Werde dann auch mal ein bisschen gucken, dass ich die Namen zu den Leuten dazu geordnet kriege. Ja, ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Also, ich hoffe, ihr habt einen schönen Montag. Montage sind ja meistens eher dafür bekannt, dass sie scheiße sind, aber naja, seht's mal positiv. Jetzt ist er schon fast rum und dann bedeutet das, die Woche ist auch bald wieder rum. Ja, gut. Ich fand heute, wir hatten einen sehr interessanten Tag. Wir haben voll viel geschafft. Ein Lava-Eimer. Good job. Sieht so behindert aus, wenn ich so in die Kamera winke. Wieso tue ich das?